Oh, endlich so ein gutes Game. Jetzt komm ich. Alter. Game Circus. Willkommen zurück bei Game Circus. Und unser Gewinnspiel. Wer war es? Pat oder Sascha? Du wolltest noch was sagen, bevor ich anfange zu spielen? Ja. Mal gucken, wie ekelhaft du spielst, du Drecksposer. Komm mit, mach. Niemand will diesen Screen sehen. Ich konnte gar nichts mehr machen. Polizei! Aber ich hab noch richtig schwierig R2 gedrückt. Nicht schlecht. Das habe ich gerade noch so. Wow. Mit 10 Energie. Danke, Pat. Ich sag ja, du bist. Oh. Und regelt den Luftraum ab. Yuri. Ja, genau. Alles okay? Wenn er es aus dem Gebäude schafft, verlieren wir ihn. Yuri Watanabe! Zeigt euch die Japanerin. Dann mal los. Ja. Aber sie hätten sie ein bisschen hotter machen können, oder? Sie ist schon ein bisschen älter. Ein bisschen älteres Semester. Boah, Sascha, du gehst ja übel ab. Ich mag gar nicht. Ich weiß. Sascha! Oh, in die Fresse. Bäm! Ah, ja klar, das Spiel ist total brutal. Ich mach den Weg frei, folgt mir! Los, hier ist Spider-Man! Okay, heute wieder 100 Health. Los jetzt, Spider-Man, du musst mir helfen! Ich hoffe, du weißt jede Tastenkombination. Auswendig, erhöhe den Kombozähler. Schnell, mehr Kombos! Noch mehr Kombos! Schlechte Nachrichten! Ihr schafft das Mach mehr nicht, Kombos! Kumpel. Ich glaube, du wirst es nicht schaffen. Ich finde schön, wie alle Gegner das gleiche anhaben. Dass man auch sofort sieht, ein Gegner. Sie sind purpur gekleidet. Wie macht man pur das mit diesen... Das nennt man wohl feindselige Arbeitsumgebung. Wie macht man was? Das mit diesen Netzschüssen. Netzschießer. L1. Ah ja. Glaube ich. Und ausweichen kannst du mit dem Kreis, genau. Boah, du bist am Sack. Ja. Hallo? Das sind 10-mal mehr gespielt, wie bei dir? Nee, ich muss sagen, du hast ganz toll gespielt. Ja, ja. Du willst mir was erzählen. Nee, wirklich toll. Mhm. Das ist für dich. Gut gemacht. Können wir noch ein bisschen mehr davon haben? Super. Ihr Dreckschweine. Gut gespielt. Super. Und jetzt... Zeig es uns wirklich. Nimm doch die Waffe und schieß alle tot. Ja, genau, so mach. Warum kann Spider-Man nicht die Waffe nehmen und alle tot schießen? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Oh, vielen Dank für euer Vertrauen, Jungs. Hey Siri. Hä, das stimmt gar nicht, die L1 Siri, mit Netzschießer. Was erzählst du? Siri. Dann war es R1, sorry. Wo ist dieser Siri-Scheiß hier? Shit, das ist echt nicht so leicht. Sehr geil, das ist ja, schwer, das Spiel. Das ist schön, dass du wieder am Handy hockst. Ja, wir machen hier eine Entertainment-Show. Ich muss das einstellen jetzt. Oh, das sind die Polizisten. Die bringe ich auch um. Verkackter Scheiß, Mann. Wo ist die blöde Siri, Mann? Ich check's nicht. Ich will dir was fragen. Wegen dem Spiel. Warte. Siri, gib mir App-Vorschläge, das ist schön. Okay, hallo, Siri! Hallo, Siri? Siri, geh ran. Sag mal, machen die Polizisten überhaupt irgendwas? Nee. Der scheiß Siri-Scheiße, ey. Bist du bescheuert, oder was? Warum gibt's hier keine App für Siri? So, da ist noch jemand. Extras vielleicht. Nee. Ich will eine Sprachmemo machen. Nutze Fokus, um dich zu heilen. Je mehr Fokus du hast, desto mehr kannst du dich heilen. Okay. Du hast ja nur noch eine Health. Drücke. Okay. Runter, runter, runter! Du musst die Schützen ausschalten. Gott, was. So ein Scheiß, ey. Ich glaube, ich kann sie nichts fragen, weil sie macht einfach nicht. Sie geht einfach nicht ran. Wow, schon wieder tot. Okay, jetzt mach du mal. Ist echt nicht so leicht. Okay, geh ich wieder ran. Such du mal Siri und frag sie, warum Spider-Man nicht schießen kann. Nicht alle tot schießen kann. Ja, genau. Was soll ich jetzt gerade machen hier? Oder willst du halt unbedingt? Nicht? Ich will das unbedingt wissen. Okay, und währenddessen zeige ich... Hey Siri! Ich... Keine Ahnung. Das Problem ist, du tanzt nicht genug rum. Du musst tanzen. So, hey, yes, ja, yeah, ich spinn dich ein.
Puff. Einstellungen. Ey, ich kenne mich an den iPhone überhaupt nicht. Wo ist sie denn? Siri. Kann man nicht das Ding hier so weg plumsen? Ich schwing mich hoch in die Luft. Wie ein Mensch, der sich in die Luft schwingen kann, wenn er Spider-Man... Hey Siri! Yes! Aber es ist eingestellt. Hey Siri! Eigentlich müsste sie reagieren. Ach, das ist langweilig, das will keine Sau hören. Ich hätte dann Siri an einem Kack-Handy suchen. So. Ich glaube, das waren alle. Ja, ja, drei Stück. Gut gemacht, der Pat. Ne, du hast nicht hingeschafft. Ja, ich habe das ganze Foyer leer gemacht. Genau. Foyer, was gibt's da so ein Wort? Gibt's doch auch gar nicht, das heißt Feuer, du Idiot. Foyer, du Mongo. Wie, als ob das, so ein französisches... Scheiß-Tee. Oh, jetzt, ab geht's. Will ich weitermachen? Nee, nee, mach du. Jetzt bist du dran. Warum? Auf dem Weg nach oben. Und hoffentlich stellt niemand die Aufzüge an. Unsere Helis sind unter Beschuss. Du musst klettern, glaube ich, einfach. Danke. Auf jeder Etage. Bitte. Er ist verzweifelt. Und wehrt sich mit allem, was er hat. Okay, auf in den Schlag. Ich kann übrigens gern zocken. Ich dachte nur, wenn ich du willst jetzt. Wenn du nein, du kannst ruhig. Ja, dann ruhig. Das war aber ganz, hallo, ganz subtil gesagt. Darf ich wieder spielen? Ich hätte schöner gefunden, wenn du gesagt hättest, darf ich wieder spielen? Mama? Mutter? Na klar. Mutter. Boah, die Tante May ist aber im Film ziemlich hot. Das finde ich schade. Da werde ich wieder Marissa Tomei gespielt. Wer ist das? So eine Pornodarstellerin war das. Echt jetzt? Ja, ja. Voll gut. Ich lasse gleich mal googeln. Ich google sie mal schnell. Wie heißt sie? Marissa Tomei. Okay, Siri. Okay, Google. Okay, Yahoo. Alter, was... Okay, warte, ich gehe jetzt einfach ins Internet. Mir ist jetzt nicht zu blöd. Wie geht das mit dem Fokus nochmal, dass ich mehr Schaden anrichte? Marissa was? Mayer. Tomei. Tomei. Ah, Tomei. Festhalten, damit er nicht rumspringt. Die spielt die. Achtet ihr denn wirklich, dass das gut ausgeht? Ja. Das wird dir das Maul stopfen. Junge! Mega. Boah. Was, ist das eine Pornodarstellerin? Ich glaube, ja. Aber auch, ich meine, dass die auch mal Pornos gemacht hat. Und der Nächste. Warte, ich gebe mal einen Porn. Vielleicht täuscht ich mich auch. Oh, ja, krass. Also es gibt auf jeden Fall Nacktbilder von ihr. Nude and sexy Fotos. Marissa Nude and sexy Scenes. Dieser Fokus-Hit, den habe ich noch nicht gecheckt. Wie mal, wenn man jemanden anfokussiert hat. Na, weiß ich auch nicht, aber die hat... Ich glaube, sie sieht nichts davon, dass sie Pornos gedreht hat. Ja, gut, dann habe ich mich vielleicht getäuscht. Vielleicht auch, ja. Okay, doch, sie hat Pornos gedreht. Ich sehe gerade ein Video, wo sie das Gesicht voll hat. Also nicht Video, sondern das Bild. Und die okay, spielt du musst dir das Bild anschauen. Oh. Und die spielt die Mom von Spider-Man halt im... Echt? Im Kino, ja. Was, die Mutter von Spider-Man ist eine Pornotante? Oh. Film spielt die Mutter von Spider-Man. Jetzt kommt die Challenge, Sascha. Wenn das deine Mom wäre, würdest du mit ihr... Nein, dann würde ich... Warum nicht? Wenn ich hier reingehe, zerstören sie alle Beweise. Du würdest der nicht ich muss den Gefallen tun reinschleichen. Und sie befriedigen. Wenn es meine Mom wäre, nett, ja, wäre ich ja widerlich. Ja. Warum? Oh, was ist mit dir los, Mann? Und wenn das deine Mom wäre? Das... Wie komme ich da rein? Hier muss doch irgendwo ein Schacht. Krass. Krass, dass die Porn-Darstellerin war. Das ist ja unfassbar. Guck mal hier. Du würdest das nicht mit ihr machen wollen. Guck mal, du würdest das nicht mit ihr machen wollen. Gleich. Guck mal. Mein kleiner Privateingang. Das kann mir. Ja, eben, dein Schweigen verrät dich. Fisk ist zwar ein richtiger dein Schweigen verrät dich. So heißt die Folge auch. Lüftungsklappen-Takedown. Oh, cool. Boah, sweet, das ist ja Alien-Style. Es klebt ja da oben an der Wand, das ist echt wie im Alien. Ja, und dort verhungert er, weil die Polizisten ihn vergessen. Ja, aber die wahrscheinlich da gar nicht nach ihm suchen. Bin ich hier beim Support? Ich das Spiel ist brutaler, vergessen. Als ich dachte. Aber es Spider-Man. Sieht cool aus. Da stimme ich an die Kontrolle. Was für ein Fach. Halte den auf. Shit, schon wieder. Okay, es ist doch nicht so leicht.
Ich schaff's. Ich schaffe es. Ich erzähle dir jetzt noch ganz kurz, was mir eingefallen ist. Gerade zum Lüftungsschacht gerade eben. Nicht Lüftungsschacht. Ja doch, aber da ist ja eigentlich normalerweise ein Fahrstuhl drin gewesen beim allerersten Lüftungsschacht, oder? Oder nicht? Ich weiß es nicht. Jedenfalls zum Thema Fahrstuhl ist mir Folgendes eingefallen. Are you listening? Ja, ich höre zu. Are you listening? Das ist einfach ein Button-Masher. Du musst einfach nur Button mashen. So wie Mashed Potatoes, nur mit Buttons. Kennst du den strange Fall von Benjamin Button? Ja. Wie fandest du den Film? Gut, fand ich gut. Okay, während dieser heiklen Situation stelle ich dir jetzt 5 heiße Mathe-Fragen. 18 geteilt durch 4. Was? Das 18 geht geteilt durch 4, natürlich geht das mit Rest. Ja, 4,25. Gut. Nee, 4,5, du Idiot! Ja, du selber mal vielleicht ein bisschen. Ja, ich hab doch nicht nachgedacht, ich warte einfach auf eine Antwort, ich bewerte die im Nachhinein. Ach so, und dann schreibe ich die Ergebnisse. Ich glaube, du weißt die Ergebnisse selber nicht. ja, super. Ach Wurzel aus 121. Okay. Wer mal kann das im Kopf? 11? Die Wurzel aus 21. Aus 121. Ach so, die Wurzel ja, aus 21. Ja, jetzt genau. Ja, genau. Danach. Ach so. Ja, davor so tut, als hätte man sich verstanden. Ah, guck mal hier. Die Beweise. Wow. Du musst die jetzt relativ schnell. Okay, pass auf. Ich mach das und du stellst mir Mathefragen. Achtung, los geht's. Ja, die Wurzel aus 21. 4,58257569495584. Cool. Jetzt ist aber, jetzt hast du es gut gemacht. Echt? Find? Ja. Cool. Aber ich glaube, du hättest auch gekonnt. Yeah. Ich kann gar nichts. Ja, doch, klar kannst du was. Ich glaube. Was glaubst du? Ich glaube, ich kann gar nichts. Naja, wenn du meinst. Ja. Du musst kurz an den PC, bevor die Zeit abgelaufen ist. Geh da mal hin, sonst ist wohin es denn? Hier. An diese Steuerkonsole. Wo denn? Oder musst du alle ausschalten? Weiß ja, du musst wahrscheinlich alle ausschalten in der Zeit. Warte, jetzt. Weil du mich genervt hast mit dem blöden PC. Weil du mich genervt hast. Ja. 4 mal 3. 12. Guck, so schnell. Ohne, ich hab's fast schon, ich hab das Ergebnis gesagt, bevor du die letzte so Zahl gesagt hast. War. Ja, aber bevor du die letzte Zahl gesagt hast. Ich glaub, du musst wirklich in der Luft kämpfen. Das stand eben als Hinweis da. Du musst einfach ausweichen, das ist das Geheimnis. Du weichst nie aus. Deswegen, guck mal, wie ich hier so. Gott, da kriegst du ja Epilepsie, hey. Ja, und Fingerkrampf dazu. Ja. Aber wie geht das mit diesem Fokus? Du hast doch, während du gespielt hast, stand da. Meinst du das? Du musst hier dann nach unten drücken. Nee, das mit dem Heilen ja, aber du hast irgendwo, wenn du. Da, hier. Ja. Wenn du Leute fokussierst, kannst du denen mehr Schaden mitnehmen. Fokussierst? Ja, aber wie ging das? Du hast das stand war da, wo du gespielt hast, weißt du es noch? Hey, nein, du musst einfach nach unten drücken. Da, Fisk. Das ist ein fettes Schwein. Der Typ, der gerade seinen Suchverlauf löscht. Nach all den Jahren ist bloß ein dummes Kind. Stimmt, aber das macht meinen Charme aus, oder? Wie genau kann sich seine Augenlider bewegen? Der hat so einen Tech-Anzug vom Tony Stark. Ah, vom Tony Stark, alles klar. Vom Iron Man. Der hat ihm den Anzug gemacht. Echt? Ja. Luftschleuder, okay. Sweet. Es gibt einfach zu viel. Guck mal, schon wieder was Neues. Zu viele. Alter. Ja, wir wissen noch gar nicht, wie dieser Fokus-Kombo-Scheißschlag geht. Egal. Jetzt hast du gut gemacht. Danke. Wow. Da. Hüp. Ich wäre dafür, dass er die Zelda-Geräusche, also die Link-Geräusche aus Zelda macht. Hüp. Das war ein weiter Weg. Da. Wie traurig, dass er zu Ende ist. Jetzt kannst du. Oh ne, brauchst du verteilen. Wenn du jetzt Dreieck und Kreis drückst, kannst du einen übel. Hast gesehen. Wow, jetzt geht's ab hier. Genau, so eine Geschwindigkeit. Geht's ab. Jetzt geht's ab. Du musst mal die zwei hier. Mach die mal mit Netz. Ja, die können warten. Ich kann auch schießen. Ah ja, ich musste gerade nachladen. Ist ja nicht gut, dass der Spider-Man nachladen muss. Wie beim Sex. Wow. Wow. Juri, eine Explosion. Ich hab's gesehen. R2 und L2. Juri, eine Explosion. Ich werde ihm freie Bahn verschaffen. Okay. Das machst du für mich nett. Was denn? Die Steuerung Explosion. Vorsagen. Was? Ich hab dir Matheaufgaben gestellt. Ja, genau. Das machst du für mich nicht. Also, sind wir ja quitt. 7 mal 8. 12. Oder soll man mehr wie das kleine 1x1 machen? 56. 81. 9 mal 9. Ha, guck, bevor du es gesagt hast. Das waren alle. Nicht schlecht. Schlecht ist ja easy. Zähl mal von 100 in 7er Schritten rückwärts. Der Weg ist frei. Was von 100 in 7er Schritten rückwärts? Das muss man beim Demenztest machen. Okay, 93,
Was? Von 107 mit 7er Schritten? Rückwärts, das muss okay. man beim Demenztest machen. Was? Okay, also 93, 86, 79, 79, 3, nee, 72, 65, 58, stimmt es? Ach doch, 58, 51. Fuck, 51, Das ist schwierig, gell? Ja, aber 51 ist scheiße. Ich muss gerade vor allem konzentrieren, was ich hier mache. Okay, weil 51, hä? Du bist Spider-Man, du musst nicht mit denen die Treppe hochgehen. Guck mal, wie das schön. Okay, warte, jetzt, ich muss weiter machen. Also 51, 44, 37, 30. Links. Nein, andere Seite, ja. Du warst richtig. 30, 23. Hallo? Warte, ich will es schaffen. Ich will es schaffen, verdammt! 16, 9, 2. Weiter? Was weiter? Minus 5. Nein, du hast gesagt, minus 5. Ich hab gesagt, 10 rückwärts. Ich hab nicht gesagt, bis 0. Deine Mutter. Oder im positiven Bereich. Okay, also. Minus 5, minus 12, minus 19, minus 26, minus 33. Ja, genau, jetzt ist es einfacher, machst du. Okay, ist gut. Ich heb's hoch. Wenn sie frei sind, schnell raus hier. Wir gehen. Genau, die sind nicht schon tot. Verstanden? Ist genauso hingefallen. Na, doch nicht. Na. Na, doch nicht. Na. Na, doch nicht. Die epische Musik wird. Ja! Ja, toll, jetzt haben wir was draufgefallen. Aber ich meine. Ist Spider-Man deswegen auch ultra kräftig? Eine Spinne ist doch nicht ultra kräftig. Doch, die hat im Vergleich zum Körper hat die halt mehr Kraft wie ein Mensch. Deshalb hat er ungefähr die 6- oder 7-fache Kraft von einem Menschen. Oder und eine Spinne kann auch so. Aber selbst mit der 10-fachen Kraft das hochzuheben wäre schon. Ja. Okay, nächstes Mal bei Game Circus. Jetzt erzähle ich endlich die Geschichte, die ich erzählen wollte. Oh ja, stimmt. Und, das ist wie die Geschichte mit dem Typ, der mit dir bei Maggis gearbeitet hat, die du einfach nie erzählt hast, Mann. Die kommt in den Walking Dead 2. Ich muss schon wieder schiffen. Boah, Alter. Möchtest du noch was sagen? Ja, ich würde gerne noch was sagen. Dann mach es. Ich würde mich gerne mal mit dir über Mathematik unterhalten. Ich würde mich gerne mal verschwitzt mit dir nackt ausziehen, so, dass wir dann wresteln und kämpfen. Pi. Ja, mach ich. Pi? Nein, ich meine Pi, die Zahl. Nicht auf Ach so, 3,14, weiter weiß ich nicht. Ja, zu voll. Und du? Ja, ich weiß es. Ja, dann sag mal. Ja, wenn ich es jetzt sage, dann weiß ich es ja. Und dann kannst du auch sagen, ja, das wusste ich schon. Ich will gar nicht mit dir reden. Der 5000.